Taylor about the fucking flex. You cannot see who I'm riding with. Diamond glisten all up in my watch, can't tell what time it is. Diamond clusters all up in my watch, they got you blind as shit. I tied a beat up and I fucking, yeah, I'm on some violent shit. Woo! Yo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich dachte mir, ich starte heute den Vlog hier vor dem Spiegel, damit seht ihr mal mein Moto-Setup, mein Moto-Vlog-Setup. GoPro am Start, Mikrofon am Start. Ich hoffe, ihr seht es. Also hier ist mein Mikrofon, GoPro ganz normal. Und zwar wollte ich heute noch eine kleine Runde drehen, einen kleinen Motovlog machen. Denn auf meinem Kanal... Oh Gott, ich muss erstmal aufmachen. So, jetzt kriege ich wenigstens Luft. Ich wollte jetzt noch eine kleine Motorradtour machen. Und natürlich einen kleinen Motovlog drehen, weil ich habe in letzter Zeit viel zu wenig Motovlogs gemacht. Ich wollte schon längst Wheelies machen, beziehungsweise ja, ein Video drehen, wie ich die ersten Wheelie-Versuche probiere, beziehungsweise ob ich die überhaupt hinkriege. Dazu kommt wahrscheinlich am Wochenende was. Unter der Woche ist halt bei mir immer zeitlich ein bisschen schwierig. Bei uns soll es jetzt diese Woche 40 Grad werden und ganz ehrlich, Leute, da habe ich keinen Bock auf Motorrad fahren, weil egal mit was ich fahre, Jeans oder ein T-Shirt, ich werde sterben. Deswegen vielleicht mal am Abend, so wie heute. Wir haben es jetzt mittlerweile, ja, 7:45. Ich wollte einfach noch ein bisschen, ja, den Abend ausklingen lassen, euch ein bisschen mitnehmen. Und genau, ich wollte noch ganz kurz, bevor ich jetzt mich aufs Moped schwinge, auf einen Kommentar eingehen. Ihr merkt schon, es geht schon wieder Vollgas ab. Instagram, YouTube. Ich kann es nur 10.000 Mal wiederholen, Leute. Vielen, vielen Dank für den Support. Ihr seid echt mega. Mein letztes Video mega gut angekommen, hier lauter positives Feedback, das freut mich echt, schon wieder ein neuer Kommentar, es ist wirklich absolut geil, aber ich will heute, beziehungsweise jetzt noch auf einen, ja, speziellen Kommentar eingeben, ich mach doch wieder zu, sieht ein bisschen geiler aus, ich wollte jetzt noch auf einen, ja, speziellen Kommentar eingehen von einem Zuschauer von mir, und zwar, hier, er hat geschrieben, bezüglich meiner Protektorenjacke, apropos Protektorenjacke, ich würde sagen, ich ziehe sie mal schnell an. Ah, so, perfekt. Protektorenjacke ist am Start. Genau, ich wollte noch ganz kurz auf einen Kommentar eingehen. Und zwar hat einer geschrieben, vor einer Stunde, Biker for Life, Grüße gehen raus. Echt cool, aber wie gut schützt der, also diese Jacke? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hatte bis jetzt noch keinen Unfall. Ich will auch keinen Unfall haben. Ich habe mir die einfach geholt, erstens, weil sie mega geil aussieht. Also ich muss sagen, in Rot, optisch und jetzt nur mit dem T-Shirt. Also Protektorenjacke drüber, T-Shirt, finde ich schon mega geil. Also gefällt mir richtig gut. Qualitätmäßig top. Also meine Meinung, finde ich richtig geil. Man kann ja hier... Wo haben wir das denn? Boah, ich muss doch wieder Visier aufmachen. Ich sterbe, Leute. Also, hier kann man zum Beispiel noch einstellen, wie eng man das haben will. Das kann man hier am Rücken, jetzt kann ich mich gar nicht so weit drehen. Allein man hat hier bis runter einen Rückenprotektor. Hier kann man noch verstellen, hier kann man noch verstellen. Also man hat echt viele Möglichkeiten hier, diese Jacke einzustellen, wie man es haben will. Und Nierengurt ist auch dabei. Das Einzige, was mich ein bisschen an dieser Jacke stört, ist, dass die ein bisschen kurz ist. Also wenn sie ungefähr bis hier so Gürtellinie oder sowas gegangen wäre, wäre mega geil. Es hat auch jetzt nichts damit zu tun, dass ich sie mir zu klein gekauft habe, sondern so von der, ja, von der Passgröße mega gut. Ihr habt es zum Beispiel hier, das habe ich euch auch schon gezeigt, extra so, ja, Schlaufen für den Daumen. Das heißt, dass die nicht rutscht, wenn ihr zum Beispiel einen Hoodie drüber anzieht oder sowas. Und ja, das andere ist zum Beispiel, ich habe jetzt hier Größe M. Und wenn ich jetzt diese Handschlaufen anziehe und mich aufs Moped hock und fahre, merke ich halt schon, dass die mir halt hier in den Daumen reindrücken, aber meistens tue ich die halt weg. Hab dann eh meine Handschuhe an, die Uhr habe ich dann hier so draußen, obwohl ich meine Uhr von meinem Motorrad ja eigentlich eingestellt habe, ziehe ich trotzdem immer meine Uhr an. Bevor ich jetzt aufs Moped steige, Leute, muss ich euch noch ganz kurz was zeigen. So, ich bin wieder da.
Wie lange kann ich noch aufnehmen? Ja, schon noch. Okay, und zwar, ich habe dieses Moped, also meine KTM, beim Händler gekauft. Frischen TÜV, beziehungsweise fast frischen TÜV. Bloß ein Mängel habe ich gefunden, was jetzt nicht schlimm ist. Ist auch nicht teuer gewesen. Alter, ich sterbe, ich muss wieder aufmachen. Ein Mängel habe ich festgestellt, und zwar geht es um dieses kleine Ding. Und zwar ist es ein ganz einfacher Reflektor, und zwar für mein Nummernschild hinten. Ich habe nämlich in zahlreichen Foren und ja, durch Freunde erfahren, wenn man so einen Reflektor ja, auf dem Nummernschild oder auf der Rückseite von dem Motorrad nicht besitzt und die Polizei eine Kontrolle durchführt, kann es sein, wenn ihr, ja, sagen wir mal, blöde Polizisten erwischt, kann es halt sein, dass ihr einen Punkt bekommt. So habe ich das jetzt gehört. Wer damit schon mal Erfahrung gemacht hat, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber soweit ich weiß, kann man einen Punkt bekommen und Geldstrafe muss man bezahlen. Ich habe mir auf eBay einfach so einen simplen, ja, Reflektor gekauft, damit ich einfach, ja, diese Strafe umgehen kann, beziehungsweise ich habe keinen Bock auf so eine Strafe, nur wegen so einem 5-Euro- oder 10-Euro-Artikel. Wie gesagt, werde ich jetzt demnächst auch an meinem Moped machen. Und ich würde sagen, Leute, ich schwinge mich jetzt aufs Bike. Wir fahren jetzt noch mal kurz auf einen Berg hoch. Ich werde nämlich jetzt noch eine schöne Abendtour machen. Ich nehme euch mit. Alter, ich schwitze ja jetzt schon. Und ich war vor 5 Minuten duschen. Ist doch scheiße. Nee, Leute, ich würde sagen, ich schwinge mich jetzt aufs Bike. Wir machen noch einen kleinen Motorvlog. Let's go! So. Also, wie gesagt, ich werde jetzt ja, zu einem Spot fahren, wo man richtig geil chillen kann. Und wer mir oder wer meine letzten Insta-Stories gesehen hat, hat ja mitbekommen, dass ich auf einem kleinen Festival war. Letzte Woche ging echt richtig krass ab bei mir. Ich war eigentlich nur unterwegs. Ich war einmal in München bei Will Sparks, das habt ihr ja hoffentlich mitbekommen, da habe ich ja einen Vlog drüber gemacht. Dann 3 Tage später war ich auf diesem Festival, wo wir jetzt gleich nochmal hinfahren. Schauen wir mal, ob es da noch ein paar Sofleichen gibt. Die Aussicht ist halt mega geil oben. Oh, es ist gerade angenehm. Also wie gesagt, ich habe jetzt nur ein T-Shirt, die Protektorenjacke drüber, die ist halt echt ultra bequem. Ich habe auch mitbekommen, dass sich viele schon diese Jacke geholt haben. Ich weiß nicht, was euer Fazit ist. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Also ich bin echt zufrieden. Fuck, ist das geil. Leute, was gibt Schöneres als, ja, einen Sonnenuntergang? Ich glaube, wir haben immer noch 25 Grad, aber mit Wind. Kleine Abendrunde. Ich bin gut drauf, ich hoffe ihr auch. Und es kamen jetzt echt wirklich wenig Motovlogs. Deswegen muss ich da jetzt mal wieder ein paar mehr produzieren. Aber wenn es halt 30 oder 35 oder sogar 40 Grad dann hat, ganz ehrlich Leute, da hocke ich mich bestimmt nicht aufs Bike und mache irgendwelche Vlogs, sondern da verkrieche ich mich in mein Studio, mache ein bisschen Musik, drehe da ein paar Vlogs für euch. Ach ja, was ich auch noch ansprechen kann. Ich fahre in 3 Wochen in den Urlaub und ich habe mir vorgenommen, ja, fahr halt mal zu, also ich habe mir jetzt vorgenommen, im Urlaub keine Videos zu schneiden. Kamera werde ich zwar mitnehmen, also meine kleine Vlogging-Kamera, eventuell meine Drohne, aber ich weiß es noch nicht, weil ich habe mal ein bisschen im Internet geschaut. Und da stand, wenn man irgendwie Drohne fliegt und das nicht anmeldet, dann kann man bis zu 2.500 Euro Strafe bekommen. Und da habe ich ehrlich gesagt echt keinen Bock drauf. Vlogging-Kamera nehme ich mit. Instagram-Stories werde ich natürlich viele machen. Aber schneiden will ich nicht, weil ich will echt mal die 9 Tage entspannen, einfach mal relaxen. Aber das bedeutet jetzt nicht, Leute, dass ich gar keine Videos hochlade in der Zeit. Sondern ich werde halt ein paar Videos vorproduzieren. Muss ich mich halt mal ein bisschen länger hinsetzen und ja, ein paar mehr Videos schneiden als sonst, dass ihr ja in der Zeit ein bisschen versorgt seid. Weil ich habe dann selber so ein schlechtes Gefühl, wenn ich 9 Tage oder 10 Tage kein Video hochlade. Deswegen ja, werde ich halt ein paar Videos vorproduzieren.
und die kommen halt dann in der Zeit, wo ich im Urlaub bin, online. Also nochmal ganz kurz zurück zu dem Kommentar von, wie ist der jetzt nochmal, Biker for Life, glaube ich. Wegen dieser Jacke, also meiner Meinung nach, finde ich sie für das Geld echt top. Also sie ist bequem, Qualität stimmt. Und ich habe mir damals überlegt, ob ich mir die von Fox kaufen soll, dem ja auch so eine ähnliche oder eigentlich fast die gleiche Protektorenjacke. Aber die kostet halt einfach mal 70 Euro, glaube ich, mehr. Und ich habe die jetzt getestet. Ich bin mega zufrieden. Sturz hatte ich ja zum Glück noch nicht und habe ich auch nicht vor. Deswegen kann ich dir die Frage nicht beantworten, ob die, ja, die Qualität stimmt. Also so vom Optischen stimmt sie. Und wenn ich stürzen sollte, werde ich diese Jacke bestimmt nicht nochmal anziehen. Das gilt auch für jeden Motorradhelm, den ich besitze. Wenn ich einmal hinfliegen sollte, was ich echt nicht hoffe, dann werde ich auch den Helm ersetzen. Das ist der behindertste Kreisverkehr überhaupt. Ich weiß nicht, wem sowas eingefallen ist, aber wir machen es jetzt ganz lässig. Wir fahren einfach drüber. Ha. Leute, diese Strecke hier wäre jetzt perfekt für einen Wheelie, aber ich kann keinen Wheelie. Deswegen stellt euch den Timer. Am Wochenende werde ich dazu ein Video drehen und ich hoffe auch am Wochenende gleich hochladen. Ich werde auf jeden Fall den Kollegen fragen, ob der, ja, Kameramann spielen will. Vielleicht auch ein paar Shots mit der Drohne macht. Sehen wir aber alles dann. Deswegen stellt euch den Timer und gönnt euch dann dieses hoffentlich kein Fail-Video von mir, weil ich habe wirklich so Bock, Leute. So fucking Bock! Ach ja, Leute, wenn ihr Videoideen habt oder irgendwelche Wünsche, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich vielleicht darüber ein Video machen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie sehen wollt, Louis checkt Chicks mit seinem Motorrad ab, obwohl das ungefähr 5 Millionen Motovlogger schon machen, hätte ich auch mal Bock. So, und jetzt schauen wir mal. Ist halt auch voll das lässige Haus hier. Richtig schön allein. Geile Aussicht. Und ein bisschen steht noch was da. Also hier auf der rechten Seite, hier jetzt, waren die Parkplätze. Hier haben wir auch gechillt. Und hier geradeaus, da wo ihr ja dieses kleine Zelt hier noch seht, beziehungsweise da hinten steht auch noch das große, war das Festival. Es war so geil. Wer von euch hört denn Techno? Also ich muss sagen, ich höre ja ab und zu Techno, aber größtenteils eigentlich nur richtig schön Melbourne Bones. So, und jetzt gönnt euch mal diese Aussicht. Alter. Junge. Fuck, warum habe ich meine Drohne nicht mit? Das wäre halt zulässig. So, ich werde aber jetzt wieder heimfahren. Denn der gute Louis muss morgen arbeiten. Oh, immer wieder schön hier oben. Alter, das wäre schon wieder so eine geile Strecke für ein Wheelie. Also hier sind auch Leute hochgelaufen. Bis da hoch zum Berg. Aber hatte ich keinen Bock. Und jetzt gönnt euch das mal da. Das ist einfach so geil. Jetzt die Drohne auspacken, geile Shots machen. So Leute, ich werde mal sagen, ich beende hier dieses Video, weil mir gerade nichts mehr einfällt, über was ich mit euch quatschen könnte. Deswegen hoffe ich, dieser Motovlog hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir wieder einen knackigen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wir sind fast 600 Abonnenten. Wie gesagt, ich bin immer noch sprachlos, was zurzeit bei mir auf YouTube abgeht. Mit Kommentare, ich blink immer noch. Mit Kommentare, mit Nachrichten. Alter, das ist so krass. Also sorry, wenn ich dem einen oder anderen nicht immer gleich antworten kann. Ich habe auch einen Vollzeitjob. Und ja, es kann halt sein, dass es auch mal einen Tag dauert. Aber ich versuche echt jedem zu antworten. Deswegen
Props gehen auf jeden Fall an euch raus. Ihr seid echt mega, mega geil. Und genau, nicht vergessen, Leute, Videoideen, Vorschläge, Fragen, egal was, haut es in die Kommentare. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ach ja, Leute, was ich noch ganz kurz sagen will, das habe ich jetzt wieder vergessen zu erwähnen. Livestream kommt bald. Ich habe mega Bock. Wie gesagt, mir fehlt nur dieser Elgato Cam Link Adapter für meine Sony Kamera. Ich habe mega Bock, deswegen aktiviert echt die Glocke, dann verpasst ihr das auch nicht. Und jetzt melde ich mich ab. Bis dann. Ciao.